Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir etwas Besonderes aus, und zwar die Onimusha Warlords Limited bzw. Collected Edition für die Sony PlayStation 4. Diese habe ich mir auf eBay gekauft für 90 Euro beim guten Adix. Grüße an dieser Stelle, vielleicht erkennst du ja deine Collected Edition. Und wundert euch nicht, ich habe diese Collected Edition schon ausgepackt, gerade eben, aber leider ist mein Akku leer gegangen und jetzt musste ich das Ganze hier nochmal neu drehen. Ich habe es nochmal so gut eingepackt wie möglich. Und nicht, dass ihr euch wundert. Aber jetzt zu dieser Collect Edition. Wie gesagt, die habe ich mir für 90 Euro auf eBay gekauft. Und wenn ihr Onimusha Warlords nicht kennt, das war mal ein Spiel, das ist damals 2001 für die Sony PlayStation 2 erschienen. Ich habe das total geliebt. Das ist praktisch Resident Evil in alten Japan gewesen. Nur nicht nur mit Zombies, sondern auch mit Dämonen. Und Nobunaga zum Beispiel ist dann der Fürst der Dämonen. Und man spielt da Samanosuke. Und das war einfach ein cooles Spiel. Es gab dann noch zwei Fortsetzungen plus einen Smash Bros. Ableger und einen Game Boy Advance Ableger, so ein Taktik-Spiel. Und dann hat Capcom leider die Reihe vergessen. Und vor einigen Jahren gab es dann halt nochmal dieses Remaster für die PlayStation 4 und Switch. Die Fassung habe ich mir auch als Standalone-Fassung gekauft. Und jetzt halt nochmal diese schöne Collector-Edition bzw. Limited Edition, die es mir persönlich wert war. Und ich glaube, das hier war nur ein Vorbesteller-Bonus, den gab es so gar nicht. Aber wir gucken uns jetzt die Collector-Edition an und tun wir mal so, als ob ich die noch nicht ausgepackt habe. Also erstmal die Folie entfernen. Da haben wir ein cooles Artwork. So, dann haben wir die Rückseite. Da sehen wir dann Samanosuke. Und Samanosuke, der Schauspieler, das ist ein echter japanischer Schauspieler. Das war damals was Besonderes. Der hat das Gesicht den Charakter geliehen. Ich glaube, im zweiten Teil war das ein Schauspieler gewesen, der aber nicht schon verstorben ist, aber die durften das dann benutzen. Und im dritten Teil spielt zum Beispiel Jean Reno mit. Und ja, einfach eine coole Reihe, die leider von Capcom vergessen wurde, wie Dino Crisis zum Beispiel, wo ich mir auch mal einen Reboot oder einen neuen Teil wünschen würde. Dann haben wir hier Nobunaga, einen Dämon, und das ist so ein Hack and Slay, einfach cool, mit, wie gesagt, einem alten Japan, mit Hintergründen, die schon vorberendert waren, glaube ich. Gab es auch dann als spätere Xbox Classic Umsetzung, die habe ich leider nicht die Fassung, aber die soll auch nicht schlecht sein. Das Spiel geht zu einem Spieler, braucht 10 GB Speicherplatz. DualShock wird für den Unterstützer, also der Controller. Und ja, wir sehen hier diesen Banner, einen Soundtrack und das Spiel ist dabei. Und jetzt öffne ich das nochmal und hoffe, dass der Akku hält. Und in der Box ist eine Box in Weiß. So. Und da drin befindet sich dann der Banner. Der Soundtrack und das Spiel. Wie gesagt, ich habe das schon mal eben alles geöffnet. Wundert euch nicht. Ich habe das nochmal so gut eingepackt wie möglich, aber wir haben das noch nicht ausgepackt. Da haben wir einmal den Soundtrack. Der sieht so aus. Dann mit 12 Stücken und den Soundtrack schlicht. Und ich habe jetzt noch nicht ins Inlay geguckt, ob da ein Bild bei ist. Das machen wir aber natürlich. Steht da noch was auf Japanisch und der Komponist. Übrigens, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, ich verlinke euch meinen Launch-Trailer unten in der Videobeschreibung. Das Spiel bietet euch deutsche Bildschirmtexte, auch in dieser asiatischen japanischen Fassung. Auf der Nintendo Switch und PlayStation 4. Oder ihr kauft euch das Original für die PlayStation 2 oder halt die Xbox Classic-Fassung. Und Onimusha Warlords sollte eigentlich damals erst fürs N64 erscheinen. Dann hatte Capcom gesagt, die Power reicht nicht, dann sollst du die PlayStation 1 erscheinen und später war es dann die PlayStation 2 geworden. So, dann packen wir das Spiel was aus. Dann haben wir hier das Spiel mit einem japanischen Schriftzug, dann nochmal dasselbe Motiv. Dann die Spiele-Disc, die sieht so aus. Ein Hinweis, der Werbung und ein ja, Faltblättchen. Und ich kann mich noch erinnern, da gibt es so eine Ebene zu der Hölle, glaube ich, was gewesen. Da musst du 99 Ebenen oder so runtergehen. Machen wir einen Dufttest. Riecht doch sehr gut. Dann konntest du, glaube ich, ein neues Schwert oder sowas kriegen. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe das, glaube ich, damals auf der PS2 richtig gesuchtet und komplett durchgespielt. Und auf schwer und was man alles machen konnte. Und dann haben wir noch den Banner hier. Da ist dasselbe Motiv drauf. Mal gucken. So, und das sieht so aus. Ist natürlich zu cool zum Aufhängen, aber wenn man sowas aufhängt, ich würde es nicht in die Sonne hängen, das verblasst ja schnell. Plus, wenn ihr Raucher seid, da würde ich da auch aufpassen. Weil meine Eltern zum Beispiel haben damals immer geraucht. Und es vieles vergeht leider in meiner Kindheit, was ich sehr kacke fand.
Obwohl die nicht bei mir im Zimmer geraucht haben, aber ihr kennt das ja vielleicht. So, das war das, das und das. Und ich weiß nicht, ob diese Vorbestellerboni hier überall bei sind, aber ich glaube, das bekommt man so normal, wenn man die gekauft hat. Und das waren so Vorbestellerboni, glaube ich zumindest. Da waren so zwei Artworks-Bilder dabei. Wo liegen die auf? Ah, hier. Leg ich mal hier hin. So. Und in dieser Schatulle hier, da muss ein Armreif drin sein. Ich muss mal gucken, wie ich das hier aufmache. Hier sind Klebestreifen. Dann lege ich mal dahin. Dann haben wir auch wieder was Japanisches und so Glöckchen. Oh Gott, ich habe da immer ein bisschen Angst, aber ich kriege das wieder richtig zu. Oh Mann. Und dann gucken wir da jetzt mal rein. Da ist noch so ein Zettelchen, aber ich kriege die alle hier zusammen. Jetzt weiß ich schon nicht, hatte Samanuski den Reif getragen oder war es der zweite Charakter, der da, den man ab und zu spielen konnte? Wie ist er? Keide? Ist auch nicht leicht. Das sind die Perlen aus Plastik, aber der Anhänger hier. Ja, und das war auch mein Unboxing schon zu dieser Edition. Habt ihr Onimusha damals gespielt auf der PlayStation 2 oder Xbox Classic? Oder habt ihr euch auch das Remaster hier geholt für die PlayStation 4 oder Nintendo Switch? Eigentlich ist es ein cooles Remaster, wie ich finde. Grafik ist ein bisschen schärfer und alles. Der Soundtrack wurde ein bisschen geändert, aber ist nicht schlimm. Der ist auch gut. Ich fand den alten aber ein bisschen besser. Aber ansonsten coole Umsetzung gewesen. Nur wünsche ich mir entweder ein Reboot von der Reihe oder mal einen neuen Teil. Das wäre richtig cool, weil Onimusha war einfach cool. Und Capcom hat so viele gute Reihen, die man einen neuen Teil gebrauchen könnten, wie Dino Crisis oder sowas. Aber naja, mal gucken, vielleicht irgendwann. Das war mein kleines Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch den Trailer an, vielleicht interessiert es euch. Und ich bedanke mich für eure Zeit und Kommentar, Like, würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.